sehr stark waren, brauche ich 4. So, ich nehme sicher jetzt aber 5, denn man kann Stahlwaren eigentlich nie zu wenige haben. Nicht die Karte. Mensch, so. Wer... Oh, ich bin nackt, scheiße. So, gibt das auch und das. Und ich habe 2 sogar zu viel genommen. So, jetzt Objekte, Bekleidung. Sonst beschweren sich wieder alle, dass ich nackt bin im Dorf. So. Ja, damit kann ich leben. So, falsch. Wir gehen jetzt, also ich gehe jetzt. Ja, wir müssen jetzt nach Weißlauf. Das werden wir ja wohl tun. Nicht wahr? So, das HD ist noch immer so scheiße klein, weil ich noch immer auf dem SD-Fernseher spiele. Ja, es ist überhaupt das Format auch ganz anders, dank des SD-Fernsehers. Das ist alles ein bisschen komisch. Darum nehme ich jetzt eigentlich auch nur Skyrim hier auf und den ganzen restlichen Scheiß, sage ich jetzt mal, auf. Also bei mir zu Hause dann wieder halt auf. So, wir haben Tag, das ist. Ja, Baum. Mann, ich hänge. So. Bei Tag zu reisen ist für mich persönlich einfach angenehmer, weil da noch ihr mehr seht. Wenn ich selber spiele, ist es mir eigentlich ziemlich scheißegal. Ziemlich scheißegal, Alter. Gutes Deutsch. Cool, das ist man doch nicht. Mann! An jedem kleinen Furz bleibe ich hängen. Und dadurch, dass es mir gerade eben, also vorhin abgestürzt ist, werde ich das Schnellspeichern noch ein bisschen mehr verschärfen. Und noch regelmäßiger abspeichern müssen. Weil es stürzt mir ziemlich exakt jedes Mal nach 15 Minuten auf. Also theoretisch könnte ich genau ein Part aufnehmen. Aber das ist mir dann auf Dauer auch ein bisschen zu blöd. Ich habe nur einen Heilungstrank, sehe ich gerade. Was auch nicht ganz gut ist. Was habe ich da? Das könnt ihr alles nicht lesen, weil das HD ist so scheiße klein. Selbst ich habe und ich nehme nicht hier alles auf. Verdammt große Schwierigkeiten, das zu lesen. Ich habe irgendwie gedacht, bei SD ist es alles größer, damit man es besser lesen kann, aber. Ganz im Gegenteil, bei HDMI war das Ganze noch mal größer. So, wir müssen darauf. Von wo kommen wir? Von da unten, bitte. Das ist mir schon ein Stückchen weitergegangen. Vielleicht ist da vorne irgendwas? Könnte da vorne was sein? Habe ich das schon entdeckt? Nein. Oder gibt es auch gar nichts zu entdecken? Oh mein Gott, Tote. Bandit. Ja, das könnte ich gewesen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Oder geht's runter? Ja, ich erinnere mich nicht daran, den umgebracht zu haben. Selbst wenn, waren ja nur Banditen, gell? Wen interessiert schon, was mit Banditen ist? Ah, er speichert gerade automatisch, so. Vor mir ist noch immer ein Berg, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, überhaupt nicht. So, was haben wir da? Nur ein Busch. Oh Gott, ich dachte kurz, was ist das jetzt? Wo muss ich denn hin? Ah, oh, dahin. So, ich renne jetzt einfach da so voll runter. Ist mir doch egal, was passiert. Ich habe überlegt, so ein kleines Fallout New Vegas Special zu machen, wo ich einfach nur 5 Parts aufnehme, ohne irgendwie viel Sinn. Denn das ist so ein leichter, aber auch ein ganz, ganz leichter Skyrim-Ersatz. Da fange ich nicht mal von vorne an, sondern setze einfach das fort, wo ich gerade bin und ihr könnt einfach mir dabei zuschauen und ich rede so ein bisschen mit euch. Au. Vielleicht bekomme ich ja sogar noch einen Dual-Partner, also auch. Das ist cool. Aber, mal schauen. So. Was haben wir hier? Au. So, wir nähern uns Weißlauf, das erkennt man schon an diesem Turm da hinten. So, jetzt gehen wir erstmal runter. Ja, jetzt hat auch aufgehört zu schneien, das heißt, wir verlassen die Polarregion. Weg mit den Waffen, dann kann ich ein bisschen schneller gehen. Ah. Okay, ich dachte kurz, das sind Gegner oder so.
Aber ich müsste doch jetzt eigentlich echt schon ziemlich nah. Ah, falsch. Nein, ich müsste doch jetzt schon ziemlich nah sein. Nein, überhaupt nicht. Ja. Was ist das da? Ja, das ist es ja schon. Komisch. Komisch. So, wir sind jetzt zum ersten Mal hier. Weißlauf ist die Hauptstadt von. Habt ihr das gesehen? Man kämpft hier auch zum ersten Mal gegen einen Drachen, darum dachte ich kurz, dass der Drache fliegt. Und ich wusste nicht, dass man den da schon findet. Sieht alles, oh Gott, schaut das in SD alles anders aus. Und wenn ich so ein Fallout-Special mache, werde ich irgendwann nochmal so ein Oblivion-Special machen. Denn ich habe ja auch Oblivion gespielt, das ist auch ein Open-World-Spiel, Mann! Ah, das kann auch nicht so schwer sein, über so einen scheiß Zaun zu springen. Ja, so auch ein Oblivion-Special, auch wieder ohne viel Sinn und eigentlich genauso wie bei Fallout. So, Stelle von Weißlauf entdeckt. Hier könnten wir jetzt auch ein Pferd holen, aber das will ich nicht. Er behauptet gerade, er hat die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ich bleib gerade irgendwie überall hängen. So, ich habe hoffentlich Pfeile, habe ich sogar ein paar. Ein paar, 110 ist okay. So, hier müsste ich irgendwo auf Mitglieder der Gefährten stoßen. Okay, perfekt. Bleib doch nicht überall hängen, ich bitte dich. Und ja, dieser erste Kontakt mit den Gefährten ist eventuell ganz wichtig. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Bauern, super. Die mir auch nichts geben, soweit ich weiß. Noch eine Wache. Wo sind die denn? Hier müsste ich. Bist du eine Wache da hinten oder was bist du? Ja, es sieht noch Wache aus. Das ist eine Wache. Hallo. Er sagt, dass Helgen, die startet, der beim ersten Part von einem Drachen erwischt worden ist. Ja, das kann ich bestätigen. Und ihr auch. So, da vorne ist noch eine Wache. Also man sieht schon, dass wir uns einer der Hauptstädte nähern. Und ich finde diese blöden Gefährten nicht. Das finde ich einfach nicht. Das macht mich ein bisschen wütend. Ich kann mal schauen, wo wir sind. Auf jeden Fall werde ich mal schnell einen Autospeicherstand anlegen. Oder speichern. Autospeicherstand geht gar nicht so leicht auf der PlayStation. Was ist das? Auch falsch. Auch falsch. Das ist es. Speichert, bitte warten. Ich warte. Speichern erfolgreich, perfekt. Vielleicht habe ich ja Glück und diesmal hält Skyrim. Wenn ein Skyrim mal nicht abstürzt, nach 15 Minuten hält das Spiel so 2-3 Stunden durch. Das ist irgendwie voll faszinierend. Entweder stürzt ihr ziemlich genau nach 15 Minuten ab oder bereits nach 2 Minuten. Ich hatte schon öfter gehabt, du schaltest ein, du läufst 2 Meter und dann stürzt es ab. Das ist überhaupt immer das Beste. Aber du kannst noch Glück haben, dann hältst du locker 2-3 Stunden. Das ist dann auch ganz cool. Dann macht es dann richtig Spaß und du kannst doch gar nicht mehr aufhören, wenn du dich mal freust, dass es nicht abstürzt. Es ist leider noch immer so auf der PlayStation 3, da kann Skyrim eigentlich gar nichts dafür, das ist leider in dem Fall wirklich die PlayStation. Die ist halt einfach schon zu alt für dieses Spiel. Darum läuft es ja auch auf dem PC so gut, darum kann man auf dem PC auch noch immer Mods haben. Was das ich was. Aber ich werde mir die Erweiterung Doomguard holen, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es da vielleicht irgendwas dabei ist, dass Skyrim etwas flüssiger läuft. Stelle von Weißlauf, da waren wir schon mal. Und wo die Gefährten jetzt gerade sind, habe ich doch keine Ahnung. So, da ist der Eingang. Ja, Weißlauf ist eigentlich eine schöne Stadt, finde ich. Die, ja, eigentlich die schönste in dieser Gegend. Es gibt ja noch immer ein paar schönere, aber Weißlauf ist auch relativ groß eigentlich. Es gibt nämlich so ein paar Städte, die sind doch eher ein Witz in dem Spiel, leider.
Haltestand ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ich brauche keine Genehmigung, ich bin der König. Flusswald bietet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachrichten von Helden über den Drachenangriff, überreden, steht in Klammer dabei. Stimmt euch das hier vielleicht um? 86 Goldstücke, ja sicher nicht, viel zu viel. Trete beiseite, sonst... Punkt, Punkt, Punkt. Ich komme später wieder, das ist ja wohl das ganz Falsche. Na schön, aber wir behalten euch im Auge. Cool. Überreden hat geklappt. Haha. Wiedersehen. So, Weißlauf. Ja, Lade, komm. Das ist ein Alchemielabor, aber ich verwende Alchemielabors eigentlich so gut wie nie. Laboratorien. Ist, glaube ich, die korrekte Mehrzahl von Labor. Na gut, von einem Laboratorium. Wow. Also ich bin mehr der Verzauberer und der Schmied, aber nicht so wirklich der Alchemist. Wir zahlen jeden Preis, aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Sagt der da. Ich kann so eine große Bestellung nicht alleine ausliefern. Warum schickt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bietet Erl und Graumin um Hilfe? Keine Ahnung, was diese Grammatik zu bedeuten hat. Jetzt streiten sie, also er meint, dass er das nicht will, weil er ist ein Kampfgeborener. Ich erkläre später. Und sie meint, wie ihr wollt, ich nehme den Auftrag an, aber erwartet keine Wunder. Sie meint das natürlich auf die Waffen und auf die Zeit und er ist jetzt dankbar, denke ich mal, und fertig. Kampfgeborene, also er ist ein Kampfgeborener und diese Eolund Graumähne ist eine Graumähne. Wow. Während ich das erzähle, schaue ich mal kurz, was sie so hat. Verkaufen. Ja, also eine Graumähne ist mehr so auf der Seite der Sturmmäntel und ein Kampfgeborener ist mehr so auf der Seite der Kaiserlichen. Und man muss sich irgendwann nochmal für diese beiden Seiten entscheiden, also Graumähne oder Kampfgeborener, und das ist so ein bisschen wie die Entscheidung, bin ich für die Sturmmäntel oder bin ich für die Kaiserlichen? Stahlpfeile, Stahlschwerter. Vielleicht hast du auch bessere Armschienen für mich? Ja, na bitte. Naja. Ja, gibt es halt her. So, und dieser Kampf ist halt auch irgendwie ein Teil der Geschichte, weil es gibt regelmäßig so Sachen, wo du dich dann entscheiden musst. Ich glaube, es ist eh auch in dieser Stadt. Und auf jeden Fall will dieser kampfgeborene Kaiserliche, den wir vorhin gesehen hatten, nicht zur Graumähne gehen und dem um Hilfe bitten. Denn das würde halt auch gegen seinen Stolz sein. Und ja. So. Ich will jetzt wieder diese Armschienen hier verkaufen. Ja, genau die. Und sonst kann ich irgendwas... Könnt ihr mir in der Schmiede... Was? Könnt ihr in der Schmiede Hilfe brauchen? So. Arbeitet ihr den ganzen Tag in der Schmiede? Was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Sie teilt sich die Schmiede. Das tue ich. Muss ich auch. Wenn ich eines Tages so gut wie Eolund Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt. Für Balgruf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird. Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Warte, da fehlt jetzt ein Teil des Wortes. Aber ich nehme mal an, da steht, aber könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Avenzi bringen? Den Rest kann ich nicht lesen, ich mache es.